Doris Mollner, auch Sie haben heute mitdiskutiert, wie es zum Thema digitalisierten Wohnbau ging. Und da haben Sie etwas angesprochen, was ich sehr spannend fand, das Thema Datenökonomie für den Immobilienverwalter. Was wünschen Sie sich von dem Bauträger oder von dem Wohnungseigentümer, für den Sie verwalten? Nun, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns klare, knappe Dokumentation, die in einer Kurzform zur Verfügung steht, nämlich auch so in einer Kurzform zur Verfügung steht, dass man sie tatsächlich auch dort weitergeben kann, wo man sie weitergeben soll. Wenn wir bedenken, dass ein Gebäude einen Lebenszyklus hat oder eine Lebenszeit von 80 bis 100 Jahren und circa alle 25, 30 Jahre relativ umfassend saniert wird und man das Haus dann im 80. Bestandsjahr verwaltet, dann haben wir hier teilweise Dokumente, die schon sehr unterschiedlich sind. Ich glaube nicht, dass wir je dazu kommen werden, ein komplett richtig dokumentiertes Haus zu haben, weil den großen Faktor, den wir in einem Haus haben, ist der Mensch. Und wenn ein Mensch etwas ändert, so passiert das ab und zu ja auch in einer Form, die nicht unbedingt dokumentiert wird. Und BIM war da ja auch so ein Schlagwort. Wäre BIM jetzt die Antwort darauf oder der Overkill, wo dann die Komplexität nochmal zu stark steigt? Also ich habe mich jetzt nicht eingehend mit BIM beschäftigt, wobei BIM ist natürlich mittlerweile ein Schlagwort, mittlerweile State of the Art im Neubau. Ja, man sollte das Ganze standardisieren. Dokumente für nachträgliche Arbeiten gibt es schon seit längerem. Mhm. Nur jeder, der in einer Verwaltung sitzt oder der Häuser übernimmt, weiß, die Hausdokumentation, die Hausordner von einem Haus, das vor 20 Jahren fertig geworden ist, sind vielleicht 7, 8 Ordner. Das Haus, das vor 2 Jahren fertig geworden ist, naja, 40, 50, 60 Ordner Papier, die werden schon sein. Und da wird es natürlich für jeden Verwalter einfach nicht mehr möglich, alles nachzuvollziehen und vor allem alles up-to-date zu halten. Und jegliche Dokumentation, die nicht up-to-date ist, ist de facto zum Vergessen, weil dann brauche ich nach 20 Jahren immer noch schauen.